Vivian, ich werde heute die Moderatorin sein von dem Webinar. Und das ist die liebe Dr. Natalia Schlaab, die ist auch schon da. Schönen guten Abend. Und wir heißen Sie heute herzlich willkommen. Wir warten noch einen kurzen Moment und dann geht es auch schon los. Wir freuen uns. So, jetzt ist es soweit. Wir haben die Bestätigung, dass alle können uns gut hören und Alle sehen, ne? können uns gut hören und sehen und deswegen fangen Super. wir jetzt an. Es ist 7. Ich wünsche allen einen schönen Abend. Ich bin Vivian und ich möchte Sie heute bei unserer Webinar-Plattform Kinderwunschfragen von der European Fertility Society herzlich willkommen heißen. Das ist das erste Mal, dass wir ein deutsches Webinar mit dieser Plattform machen und deswegen sind wir besonders stolz darauf und freuen uns, dass Sie alle hier sind. Und ich wollte Ihnen nur ganz kurz erklären, wer wir sind. Wir sind nämlich eine Plattform, die zur Unterstützung, Sensibilisierung und Aufklärung von Patienten mit Fruchtbarkeitsproblemen eingerichtet wurde. Und deswegen sind wir auch eine Organisation, die von Freiwilligen abhängig ist. Und deswegen wollen wir Sie gerne dazu, ja, animieren, falls Sie Lust haben, uns dabei zu unterstützen. Also es gibt ganz verschiedene Dinge, zum Beispiel eine Transkription von diesem Webinar zu machen, um anderen ja, auf ihrer Kinderwunschreise zu helfen. Falls Sie uns dabei unterstützen möchten, können Sie sich gerne melden. Sie sehen auch, ich habe schon ein bisschen Informationen in diesen Chat geschrieben, wo Sie sehen, worum es heute geht. Und ja, das heutige Webinar ist mit Natalia Dr. Schnapp von OR Revista Mossa aus Alicante und es geht um die erfolgreiche Kinderwunschbehandlung nach fehlgeschlagenen Versuchen bei fortgeschrittenem Alter und die Möglichkeiten, die es da gibt. Und ja, ich freue mich wirklich sehr, dass Sie alle hier sind und auch, dass Natalia heute bei uns ist. Und deswegen, ja, gebe ich jetzt das Wort weiter. Und ich werde hier im Hintergrund sein. Sie können, wie gesagt, also das Webinar ist anonym, wird aufgenommen, ist aber anonym und Sie können am Ende gerne Ihre Fragen stellen. Sie sehen, dass wir einen Q&A-Mode haben. Da können Sie dann Ihre Fragen reinschreiben und nach dem Vortrag werden diese alle von Natalia live beantwortet. Und morgen werden Sie dann dieses Webinar bei YouTube finden. Den Link habe ich auch im Chat hinterlassen, so dass sich jeder nochmal das Webinar anschauen kann. Oder wenn Sie Fragen haben, aber nicht bis zum Ende bleiben können, können Sie diese gerne in den Chat schreiben. Und Natalia wird sie dann beantworten. Und Sie können sich das dann morgen anschauen. Ja, Natalia, ich gebe jetzt das Wort an dich weiter. Schon mal vielen Dank. Vivian, schönen Dank für diese herzliche Begrüßung. Ich bin sehr froh, dass es das erste Mal gibt, dass wir mit dieser Plattform auf Deutsch auch ein Webinar führen können. Ich bin zu dieser Plattform gewöhnt nur auf Englisch. Es war ein Jahr, wo wir haben für englische Patientinnen 12 Webinare gemacht. Ich bin froh, dass wir können das auf Deutsch machen für Patientinnen, die aus deutschsprachigen Raum kommen. Ich heiße Natalia Schlar. Ich bin Frauenärztin hier in UR Vista Hermosa. Ich habe in Dessau meine Ausbildung angefangen. Vor 20 Jahren. Nachher habe ich viele Jahre im Berliner Raum gearbeitet. So, deutsche Patientinnen liegen mir sehr am Herzen. Noch in die alte Klinik. Wir haben viele Patientinnen aus deutschsprachigen Raum gehabt und das wollen wir gerne hier in Nueva Vista Hermosa wiederholen. Ich werde mir erlauben, heute Ihnen zu sagen, wie können wir Sie hier in Spanien behandeln, welche Unterschiede in Behandlung mit deutschsprachigen Raum können wir Ihnen hier anbieten. So, das Problem ist, dass wir Frauen, wir verschieben unsere Mutterschaft dadurch, dass wir so selbstständig sind. Im Moment, wir studieren, wir haben die gleiche Ausbildung wie
unsere männliche Kollegen, meine Mutti war auch Gynäkologin, so ich kann mich erinnern, noch vor der Wende zu DDR-Zeiten, sie war einzigste Frauenärztin, da wo sie gearbeitet hat, wo ich kam, nach Dessau, nachher in Berlin, unser Chef war nur einzigster Mann und wir waren nur die Frauen. So innerhalb von 30 Jahren, dieser Beruf wurde Gynäkologie und Geburtshilfe, ich würde nicht sagen, bei Frauen übernommen, aber dominiert. Das Problem ist, wenn man studiert, die beste fruchtbare Alter, man verbringt in die Universität und nachher in Berufsausbildung. Das Problem ist, dass je älter wir werden, desto schlechtere Qualität von Eizellen wir haben und ganz häufig, wir werden schwanger, aber diese Schwangerschaft entwickelt sich nicht weiter. Die Frauen haben Aborte oder rezidivierende Aborte und es ist sehr schlecht, dass in Deutschland die Präimplantationsdiagnostik von Embryonen nicht erlaubt ist und die Frauen leiden an vielen Schwangerschaften, die verloren haben, dann kommen die zu uns. Wir suchen nach genetisch unauffälligen Embryonen, um diese Zeit zur Schwangerschaft je kürzer zu machen, desto besser. Und falls wir sehen, dass es keine genetisch unauffälligen Embryonen da gibt, dann steigen wir um auf die Eizellspende. So, man sieht, dass wenn die Frauen sind jung, zwischen 20 und 24 Jahre alt, mehr als 80% von Embryonen von dem sind genetisch unauffällig. Mit Alter 30, 34, nur 60% von Embryonen sind gut. Mit Alter 35, 39, 50%. Und dann mit Alter 40 und 44, wir sehen, dass die Schwangerschaftsraten sind viel niedriger. Und ab Alter 45, einzigste Möglichkeit, um schwanger zu werden, ist eigentlich Eizellspende, weil die Unfruchtbarkeitsrate ist dramatisch angestiegen. Hier sieht man, dass die Frauen, genau was ich früher schon gesagt habe, wir verschieben unsere Mutterschaft. Dadurch, dass wir unsere Karrieren planen, wir die besten Jahre, die fruchtbaren Jahre sind für uns nicht mehr verfügbar. Wir verhüten, wir nehmen Verhütungspille, um bestimmte Karriereziele zu schaffen. Und mit Alter 35, 40, wir wollen Familie gründen, Kinder zu bekommen. Und ganz oft, es ist etwas zu spät. Die Gründe für wiederholte Fehlgeburten, Hauptsache hier spielt die Rolle das Alter von der Frau. Wir sehen, dass mit Alter nicht nur die Anzahl von Eizellen abnimmt. Anti-Müller-Hormon, es ist ein Hormon, der sagt uns, wenn wir miteinander arbeiten, welche Ovariareserve wir haben, wie viele Eizellen wir bekommen. Anti-Müller-Hormon sagt uns gar nichts über die Qualität von Eizellen. Eizellenqualität ist alterabhängig. So mit Alter von Mama steigt die Anzahl von genetisch auffälligen Embryonen und die Anzahl von guten Eizellen. Es ist niedriger. Deswegen die Frauen leiden an Aborten. Ich habe heute in der Praxis gehabt, eine 35-jährige Frau, die hat einen Abort gehabt. Wir mussten die nachkuratieren und den Rest, wir haben festgestellt, dass das war ein Kind mit Trisomie 21.
und das Becken in dieser Schwangerschaft abgegangen. Die Untersuchungen sind zur Spermienqualität sind nicht so eindeutig wie zum Qualität von Eizellen. Eine von ältesten Männern, die ich in die Praxis gehabt habe, war 75. Der war aber so fit, dass nach Spermienabgabe der ist zu einem Halbmarathon geflogen in London. Wir haben uns da gesehen mit Alter von Männern. Ich kann das nicht bestätigen, dass die Spermienqualität geht runter. Die Embryonenqualität, es ist mehr von Alter von der Frau abhängig. Wie läuft die Behandlung bei uns ab? Uns ist sehr wichtig, dass wir arbeiten hier auf sehr deutsche Weise. Bedeutet, Sie haben ein Erstgespräch mit Ihrem Arzt. In URE, ich bin im Moment einzigste Ärztin, die Deutsch spricht und ich bin in Deutschland in Sachsen-Anhalt und im Berliner Raum ausgebildet. Diese Behandlung ist dieses erste Gespräch und nachher Führung von Ihrer Behandlung ist immer mit einer deutsch sprechenden Assistentin. Und dann wir stellen Sie ein paar Fragen. Das ist immer eine ärztliche Anamnese. Wir gucken, welche Behandlungen haben Sie schon hinter sich im deutschsprachigen Raum und was können wir für Sie tun. Normalerweise die Frauen zu uns kommen nach Behandlung im deutschsprachigen Raum. Die haben 3-4 Inseminationen hinter sich, die haben Behandlungen mit eigenen Eizellen, mit Embryonentwicklung bis zum Tag 3 oder Tag 5. Und die wollen wissen, warum die werden nicht schwanger. Und am häufigsten die Behandlung, die wir ihnen anbieten, ist eine ICSI-Behandlung mit Präimplantationsdiagnostik, weil wir wissen, dass ab 35 weniger als 50% von Embryonen sind gut, sind genetisch unauffällig. So, wir wollen die besten Embryonen für sie transferieren. Und es hat mir auch jahrelang gekostet, das für Patientinnen klar zu machen, dass wir haben höhere Schwangerschaftsraten mit genetisch unauffälligen Embryonen, die müssen eingefroren werden und nachher in Frozen Embryotransfer, Kryotransfer transferiert werden. Denn wir sehen nach Präimplantationsdiagnostik, dass keine Embryonen mehr da gibt. Die haben eine gute Qualität. Wir fragen, ob sie so einen Zyklus wiederholen möchten. Und da wir landen in Gefahr, dass das konnte sich wiederholen, ja? Dass wir keine guten Embryonen haben. Oder steigen wir um auf die Eizellspende. Nach jedem Erstgespräch, Sie bekommen einen Medikamentenplanvorschlag, wo wir versuchen, im Zeitraum Ihre Behandlung darzustellen. Also nach Erstgespräch mit mir, Sie wissen, was wird in den nächsten 4-6 Wochen passieren, so bis zum nächsten Mal, wo wir uns hier in Alicante sehen, dass die ganze Vorbehandlung und ganze Vorbereitung findet in Deutschland statt. Wir haben Kollegen im Berliner Raum, im Hamburger Raum, in Frankfurt und Düsseldorf, mit denen wir arbeiten. Wo können wir Ihnen Praxen anbieten, die für uns Ultraschalle machen können, um Ihnen entgegenzukommen. Sie bekommen von uns ein Rezepte und können Sie alle Medikamente in Deutschland kaufen. Sie bekommen von uns eine Einverständniserklärung und Kostenvoranschlag. Wenn Sie Dokumente unterschreiben, wenn Sie einverstanden sind für die Behandlung mit uns, dann geht alles los. So mehrere Vorstellungsgespräche, Erstgespräche. Wir machen jetzt online
und dann die ganzen Dokumente durch eine Assistentin, die fließend Deutsch sprechen kann. Wir lieben sehr unsere Anusha. Sie ist zur europäischen Schule gegangen, zur deutschen Sektion. Das ist die gleiche Sektion, in der meine Kinder sind. Sie spricht fließend Deutsch und hat schriftlich Deutsch auf sehr hohem Niveau. So gibt keine Kommunikationsstörungen normalerweise innerhalb von 24 Stunden. Sie bekommen alle Dokumente zugeschickt. So ist der Ablauf von Behandlung. Dann, wenn Sie kommen zu uns, es ist klar, für eine X-Behandlung mit eigenen Eizellen brauchen Sie eine Woche hier sein, wo wir die Eizellentnahme planen, Befruchtung mit Spermien Ihres Mannes, und dann fliegen Sie zurück nach Hause, wenn Embryonen werden genetisch untersucht. Sie bleiben bei uns in Inkubator. Wir haben Timelapse. Die werden biopsiert, eingefroren. Und dann wird ein Termin vereinbart. Wann kommen Sie zurück? Für einen Tag für einen Frozen Embryo Transfer. Wenn es um die Eizellspende geht, dann bleiben Sie auch eine Woche bei uns. Normalerweise eine gute Woche, so von Montag bis Montag oder von Montag bis folgende Woche Dienstag, wo wir die Eizellentnahme von der Spenderin durchführen. Wir befruchten die Eizellen mit Spermien ihres Partners oder Samenspender. Wir warten für die Embryonenentwicklung bis zum Tag 5 und dann ein Embryon oder zwei, wir bevorzugen immer ein, zu ihnen transferiert, und dann restliche werden eingefroren über unterschiedliche Optionen. Von der Preisvorschlag sprechen wir nachher auch. Die Behandlungsmöglichkeiten, ICSI-Behandlung, IVF, Eizellspende, ROPA-Methode. Es ist eine super, super schöne, interessante Sache für Same-Sex-Beziehungen, für die Frauen, die Kinder miteinander haben möchten. Sie müssen entweder verheiratet sein oder eine gemeinsame Haushaltsführung mehr als 2 Jahre haben. Na klar, wir werden nicht überprüfen, ja, wo sie angemeldet sind, ob wir diese Behandlung durchführen können. Viele Frauen, die in lesbischen Beziehungen sind, kommen zu uns, und dann normalerweise von der Frau, die jünger ist, die hat bessere Qualität von Eizellen, wird eine ICSI-Behandlung durchgeführt. Die Eizellen werden befruchtet mit anonymen Samenspender, und dann die etwas reife Partnerin hat die Möglichkeit, diese Schwangerschaft auszutragen. Das gefällt sehr unseren Patientinnen aus deutschsprachigen Raum. Und wir haben schon viele Kinder im deutschsprachigen Raum nach solchen Behandlungen bei uns. Eizellspende. Eizellspende. Das ist ein letzter Schritt und ein sehr besonderer Schritt in der Behandlung von Ihnen, wenn wir wissen, dass mit eigenen Eizellen können Sie nicht schwanger werden. Eizellspende ist erlaubt in Spanien seit mehr als 30 Jahren. Damals, wo in Deutschland die Wende stattgefunden hat, dann in Spanien, die haben für die Eizellspende erlaubt. Es ist aber anonym. Es ist nur erlaubt, dass wir Ihnen nur das Alter und die Blutgruppe sagen von der Spenderin, wenn sie schwanger werden. Nichts mehr. Nach Gesetz, wir müssen ein Kind generieren, der erklärbar ist aus Kombination von Ihnen und Ihrem Mann und nachher von Ihrer Spenderin und Ihrem Mann. Ich sage immer in Anführungsstrichen, dass ich muss eine Zwillingsschwester für Sie finden. Jemanden, der so groß wie Sie ist, hat die gleiche Haarhautfarbe,
hat das gleiche Körperbau. So, wenn wir uns nochmal treffen im deutschsprachigen Raum und das Kind wird drumherum laufen, alle müssen denken, dass sie genetische Mama sind. So, wo diese ganze Covid-Geschichte passiert ist, wir haben keine internationale Patientinnen gehabt. Wir haben damals viel Eizellen schicken müssen in Eizellenbanken, um das überhaupt zu überstehen. So, wir haben in den Datenbank von URE Vistahermosa mehr als 1000 Spenderinnen für Sie zur Verfügung. Die sind bei uns in 5 Gruppen. Phänotyp 1 sind blauäugige Frauen. Phänotyp 2 sind grünäugige Frauen. Phänotyp 3 braunäugige Frauen. Phänotyp 4 asiatische Frauen. Und Phänotyp 5 Frauen aus Afrika. Wir müssen gucken, dass Ihre Spenderin ist jung. Jung in spanischer Produktionsmedizin und Gesetzgebung ist definiert als eine Frau unter 35 Jahre alt. Jemanden, der ist gesund, bedeutet, dass die Frauen, die Spenderinnen, sind untersucht für Infektionserkrankungen wie Hepatitis B, C, HIV, Syphilis. Die sind untersucht für auch genetische Erkrankungen nach Gesetz. Wir müssen gucken, ob sie keine Trägerinnen sind von zystischer Fibrose, Muskeldystrophie, solche Geschichten. Die müssen auch psychologisch ausgeglichen sein. Bedeutet, die haben keine Schizophrenie, keine Depression, keine Persönlichkeitsstörung und die nehmen keine Drogen ein. So, gesetzlich, wir müssen ihre Zwillingsschwester, die unter 35 Jahre alt ist, genau überprüfen, bevor wir sie erlauben, Eizellspende durchzuführen. Das ist das erste Schritt. In dem zweiten Schritt, sie bekommen von uns Unterlagen, wo sie sich beschreiben müssen, so wie sie sind. Wie groß sind sie, Haar, Hautfarbe, Körperbau? Es ist uns sehr wichtig, dass sie uns ihre persönlichen Wünsche äußern und sagen uns, was ist wichtig für Sie, welche Charakteristik von Ihnen soll Ihre Spenderin haben. Und dann viele Frauen, viele Patientinnen sagen, ja, wir haben tatsächlich studiert und wir wollen eine Studentin. Es gibt Frauen, die sagen, ja, wir machen sehr viel Sport, so, wir wollen jemanden, der auch sportlich ist. So, das, was Ihnen am Herzen liegt, wir wollen, dass Sie das bei uns ausschütteln und dass wir Ihnen entgegenkommen können. Uns ist wichtig, dass Sie schicken uns Ihre Fotos ein, wo Sie zeigen, wie Sie heute aussehen und wie Sie aussehen vor 20 Jahren. Und dann, wir haben ein Phänomen, das ist ein Computerprogramm, der zeigt mir Kontur von ihrem Gesicht, Auge, Nase, Mund und zeigt mir 20 beste Spenderinnen, die zu ihnen am besten passen. Für uns es ist sehr wichtig, eine Teamarbeit, ja, dass wir diese Entscheidungen zusammentreffen, welche Spenderin die beste für Sie ist. Normalerweise zu solchen Besprechungen kommt ein Arzt, der Sie behandelt, bin ich, Ihre Koordinatorin und dann jemanden aus dem Labor, der Spenderinnen koordiniert. Wir haben das alles getrennt, bedeutet, wir haben eine Datenbank für Patientinnen und Labor hat eine Datenbank von Spenderinnen. Es gibt keine Möglichkeit, dass die Information sich kreuzt. Zu Spenderinnenauswahl treffen wird die Entscheidung getroffen, welche Spenderin 1, 2 aus unserer Datenbank das Beste für Sie ist, nach Phänomen, nach Überprüfung, ob sie ist jung, gesund, fruchtbar.
Und dann normalerweise Dr. López Gálvez, der ärztliche Direktor, unterschreibt, ob der mit dieser Wahl einverstanden ist. Und dann geht alles seinen Gang. Nach dem Plan, die wir für Sie am Tag von der Erstgespräch vorgestellt haben. Der Plan normalerweise für die Eizellspende, es ist so vorgesehen, dass Sie machen einen Probezyklus in Deutschland, womit Ihre Regelblutung, Sie nehmen Östrogene oral ein, muss ein Ultraschall gemacht werden in Deutschland bei den Gynäkologen, um zu gucken, wie dick ist die Schleimhaut. Wir möchten, dass die Schleimhautdicke mit bestimmter Stärke von Östrogene zwischen 8 und 12 mm, dann wissen wir, dass diese Stärke ist richtig angepasst zu Ihrem Körper. Und dann nach solchen Probezyklus, Sie werden zusammen mit Ihrer Spenderin synchronisiert, Sie bekommen Regelblutung zusammen mit Ihrer Spenderin. Sie bluten in Deutschland, Ihre Spenderin blutet hier in Spanien und dann Sie nehmen oral Ihre Östrogene ein in angepasster Stärke und Ihre Spenderin spritzt Medikamente, dass Ihre Eizellen für Sie wachsen. Und in dieser Woche, wo Sie hier sind in Alicante, wir planen die Eizellentnahme von frischen Eizellen von einer Spenderin für Sie. Wir befruchten die Eizellen mit Spermien Ihres Partners und dann warten wir für die Embryonenentwicklung für 5 Tage und ein Embryon wird zu Ihrem Körper angesetzt und restliche werden eingefroren. Die Klinik hat ein Programm, der gefällt sehr zu unseren Patienten im deutschsprachigen Raum. Es ist ein Programm, wo wir 10, 12 Eizellen von der Spenderin, frische Eizellen von einer Spenderin für Sie garantieren und dann wenigstens 3 Embryonen am Tag 5 von Entwicklung. Warum ist uns das wichtig? Weil wenn wir ein Embryon von einer jungen, gesunden Spenderin zu Ihnen transferieren, die Chance, dass Sie schwanger werden, ist mehr als 60%. Wenn wir sehen, dass das nicht funktioniert hat, wenn ein Abort oder wie auch immer was passiert ist, Sie sind nicht schwanger, zwischen Transfer 1 und 2, wir versuchen zu finden, warum sind Sie nicht schwanger geworden. Und dann machen wir normalerweise eine Endometrium-Studie, um zu gucken, wie sieht Ihre Einnistungsfenster aus oder wie sieht Ihre Immunologie aus, ob Sie eine chronische Entzündung in der Schleimhaut haben oder es gibt ein Ungleichgewicht von Lactobacillus und deswegen sind Sie nicht schwanger. Deswegen, wir versuchen immer, bevor wir das zweite Mal transferieren, wir versuchen immer, endometriale Faktor zu verbessern. Und nach 2 Transfers mehr als 70% von Patientinnen wird schwanger. Zwischen Transfer Nummer 2 und Nummer 3, normalerweise, wir überprüfen sehr Ihre Immunologie. Deswegen bei dem Transfer Nummer 3, es ist Immunologie überprüft und verbessert. Und Endometrialfaktor ist auch überprüft und verbessert, sodass nach 3 Transfers mehr als 90% von Patientinnen haben Kinder zu Hause. Deswegen Klinik hat dieses Programm entwickelt, um ihnen 3 Blastozysten, 3 Embryonen am Tag 5 von Entwicklung von einer Spenderin zu garantieren, um die kumulative Schwangerschaftsrate zu schaffen. So sieht der Programm mit Eizellspende bei uns aus. Mehrere Patientinnen, bevor die entscheiden, eine Eizellspende durchzuführen, es ist ein sehr großer psychologischer Schritt. Es dauert manchmal 1 Jahr, 2 Jahre, bevor man solche Entscheidungen trifft.
die Frauen, die zu uns kommen und sind nicht überzeugt, dass Eizellspende, es ist eine Methode, die für den geeignet ist, dann empfehlen wir eine Behandlung mit ihren eigenen Eizellen und Präimplantationsdiagnostik. Wo ich noch in Deutschland gearbeitet habe, die Technologie war nicht so weit und ich kann mich erinnern, es war eine sehr große Publikation von holländischen Kollegen, Professor Masterbroek hat das publiziert, die Schwangerschaftsraten und Präimplantationsdiagnostik von Embryonen am Tag 3 von Entwicklung. Es war natürlich eine Katastrophe, weil Embryonen am Tag 3 von Entwicklung, die sehen genau so wie hier aus, ja, so wie kleine Trauben. Solche Embryonen haben 8, 10 Zellen. So, Sie können sich vorstellen, wenn ich eine Zelle von 8 abnehme von einem Embryon am Tag 3 von Entwicklung, meine Schwangerschaftsraten landen im Keller. Deswegen in 80er Jahren Präimplantationsdiagnostik aufgrund der Technologie war eigentlich verboten. Okay? Medizin hat ein paar Jahre gewartet, dass die Geschichte sich geändert hat. Und dann, es waren sehr gute Publikationen von Kollegen aus Oxford, Wales, Kollegen aus New York, Neurogenetics, wir konnten nachweisen, dass mit Embryonen am Tag 5 von Entwicklung, wenn wir die Präimplantationsdiagnostik durchführen, bei einer Frau, die ist 35 Jahre alt, wo wir 50% von Embryonen bekommen, die sind genetisch unauffällig, oder bei einer 40-jährigen Frau, wo wir 20% Embryonen bekommen, die sind genetisch unauffällig, die Schwangerschaftsraten bei 35-Jährigen und 40-Jährigen sind gleich. Aber die Embryonen müssen am Tag 5 biopsiert werden, eingefroren und transferiert werden. Es hat auch jahrelang gedauert, dass die Schule von meinem ehemaligen Chef, Professor Shapiro, hier angewendet in Europa wurde, wo wir gezeigt haben, dass Embryonen am Tag 5 von Entwicklung haben 150, 200 Zellen. Wenn man ein Loch bohrt in dem mit einem Laser und dann zupft etwas von diesen Zellen, die da sind, man sieht, man macht eine genaue Selektion von Embryonen und dann die Schwangerschaftsraten sind über 70% alterunabhängig. Na klar, wenn wir bekommen Frauen, die sind über 40, 43, 44, wir wissen, dass mehr als 90% von Embryonen sind genetisch auffällig und ganz oft bei diesen Frauen haben wir nicht zum Transferieren. Bevor man entscheidet, Eizellspende durchzuführen, ganz oft es ist sinnvoll, wenn man noch nicht entschieden hat, Eizellspende ist etwas für mich oder nicht, einen Zyklus mit ihren eigenen Eizellen durchzuführen oder Präimplantationsdiagnostik, um zu verstehen, was für ein Problem haben wir. Vorteile von PGTA, geringeres Risiko von Fehlgeburt, ja, na klar, weil wir eliminieren Embryonen, die sind genetisch auffällig, erhöhte Chancen für ein gesundes Baby, ja, weil wir transferieren nur Embryonen, die überprüft worden sind, und geringere Wahrscheinlichkeit, viele Zyklen durchzuführen. Super wichtig, ich bekomme hier Frauen, die sind 40, 41, die sehen toll aus. Die haben immer noch ihre ovariale Reserve vorhanden. Und dann, manchmal ich bekomme 20 Eizellen, 8 Embryonen, okay? Aber von diesen 8 Embryonen, ich habe nur ein oder zwei, der ist genetisch unauffällig. Ich habe ein paar Fälle hier schon gesehen, dass von diesen 8 Embryonen mit Alter 41, alle Embryonen waren genetisch auffällig. So stellen Sie sich vor, falls wir diese Präimplantationsdiagnostik nicht gemacht hätten, diese 41-jährige Frau hätte 8 Transfers gehabt
mit Fehlgeburten ohne Erfolg. Und wenn man solche reife Frau zeigen kann, wo genau haben wir ein Problem, dann es ist viel einfacher zu verstehen. Ich fühle mich wie 20 Jahre alt, aber meine Eizellen haben diese Qualität und ich kann nichts dafür mehr machen. So dann, Eizellspende zu akzeptieren, es ist viel einfacher. Jetzt reden wir etwas über Andrologie, männliche Faktor. Uns ist sehr wichtig, dass wir auch Spermien gut untersuchen können. Ich war sehr froh, dass in 2010 wurden diese WHO, World Health Organization, Kriterien eingeführt. Und wir müssen immer Volumen, Konzentration, Beweglichkeit und Anzahl von gut geformten Spermienzellen in jedes Spermiogramm beurteilen. Hier in UER, wir machen auch DNA-Fragmentierung und falls wir sehen, dass diese DNA-Fragmentierung angestiegen ist, dann wir versuchen das zu verbessern und Jungs mögen immer unsere Protokolle, bedeutet, sie müssen Vitamine oral einnehmen, HEF, High Ejaculation Frequency, minus Geschlechtsverkehr, alle 2-3 Tage. Je öfter man Spermien ablässt, desto bessere, jüngere, besser bewegliche Spermienzellen da sind. Und falls nach diesen Maßnahmen Spermienqualität nicht so vorhanden ist, wie wir das möchten, am Tag von der Befruchtung, wir benutzen Max Magnetic Cell Sorter, wo ihre Spermien ist durch eine Röhre durchgezogen, wo die schlechte Spermienzellen, fragmentierte Spermienzellen in die Maschine bleiben und dann die beste Spermienzellen kommen raus zur Befruchtung. Magnetische Zellsorter, es ist nicht eine Maßnahme, die wir bei jeder Spermienprobe benutzt. Es ist nur dann sinnvoll bei Patientinnen, die erhöhte Fragmentierungsrate nachweisen können. Wir sind eine Klinik spezialisiert in komplizierten Fällen. Wir bekommen viele Männer nach Vasektomie, nach Revasektomie, die nicht funktioniert hat. Wir haben eine Urologin, die komplizierte Geschichten biopsiert. Einfache Aspirationsbiopsien mache ich selber. Ich sage immer, dass ich fasse Männer professionell an unter Vollnarkose. Bedeutet, am Tag von Eizellentnahme von Spenderin und von ihrer Frau, falls wir wissen, dass das eine obstruktive Azoospermie ist, bedeutet, nach hormonellen Untersuchungen, wir wissen, dass die Spermienproduktion vorhanden ist, aber durch Vasektomie oder durch zystische Fibrose der Ablauf von Spermien, von Hoden nicht vorhanden ist, dann mit einer kleinen, dünnen Nadel, wir machen eine Aspirationsbiopsie. Und unsere Biologen mögen unsere Aspirationsbiopsien sehr, weil die sind sehr elegant und die Biopsien haben viel weniger, die Aspirationsbiopsien haben viel weniger Blut als Extraktionsbiopsien, so die sind viel einfacher zu befruchten. Also solche Fälle haben wir auch. Nach Vasektomien, Revasektomien mit
Kontraindikationen zu Viagra mit Erektionsproblemen kommen wir klar, ja? Na klar, mit ein produktives Problem wissen wir, dass die einzige Möglichkeit, die wir Ihnen anbieten können, ist Samenspende. Ja? Wir haben ein eigenes Spermienbank in eure, die wir jederzeit für Sie zur Verfügung haben. Es ist auch anonyme Spermienbank. Timelapse. Ganz kurz, die Qualität von Embryonen. Wie wir das beurteilen können? Durch Timelapse-Technologie. Das ist ein Inkubator mit einer Kamera drin, der sagt mir, ob das Embryo in bestimmte Zeitpunkt bestimmte Entwicklungsstadien erreichen hat. Wir haben hier Pargeri Timelapse-Maschinen und dann Geri sagt uns, welche Embryo ist am schnellsten und diese Embryonen werden zuerst transferiert. Traditionelle Kultur, ja, ich würde sagen, wir dürfen das nicht unterschätzen, weil die Embryologen, mit denen wir hier arbeitet haben, mit dem Chef von Embryologie, wir arbeiten sehr gut zusammen und ganz oft das Wort von Juan Manuel und Geri sind gleich, welche Embryonen transferieren wir. Das Problem ist, wenn wir haben eine klassische Kultur, die Embryonen müssen rausgenommen werden, zur Beurteilung in bestimmte Tage von Entwicklung. Und in Geri, die bleiben die ganze Zeit in diesem Inkubator, dass die ruhig wachsen können. Secure Fif. Zwei, drei Worte über die Programme, die wir für Sie haben. Es ist ein Programm, das zur Verfügung in Nuere steht. Wir bieten ICSI mit Präimplantationsdiagnostik und das Programm wird so lange wiederholt, bis wir ein gesundes Baby zu Hause bekommen. Bedeutet, das kann ein, zwei Zyklen dauern, bis das passiert ist. Das gefällt sehr unseren Patientinnen. Ja? Wir haben sehr viele deutsche Patientinnen, die diese Planung durchführen. Garantieprogramm bedeutet, wir garantieren Ihnen ein gesundes Baby zu Hause. Wenn nicht, bekommen Sie 100% Rückerstattung in der ganzen Investierung in dem Programm. Hier wird alles inbegriffen werden von ICSI-Behandlung, Time-Lapse-Scratching, was nötig ist. Und Eizellspende, wo wir drei Embryonen am Tag 5 von Entwicklung garantieren, um die bestimmte Schwangerschaftsrate, kumulative Schwangerschaftsrate zu erreichen, gefällt auch unseren Patientinnen sehr. So, ich denke, das war's für heute. Wie gesagt, ich bin sehr, sehr froh, dass das Gleiche, was wir in 2019 und 20 in Englisch gemacht haben, dürfen wir nach Problematik mit Covid für deutschsprachigen Raum jetzt durchführen. Ich werde mich sehr freuen, Ihre Fragen antworten zu dürfen. Falls wir sehen, ja, es ist hier mega viele Patientinnen hier, wir haben das gar nicht erwartet, dass bestimmte Fragen werden nicht beantwortet. Machen Sie sich keine Sorgen, schicken Sie ein E-Mail und sagen Sie, wir wollen ein Erstgespräch. Die Erstgespräche bei uns sind immer kostenlos. Und dann, ich komme jeden Nachmittag nach Huere Vista Hermosa
von 4 bis 8 jeden Tag alle Ihre Fragen können beantwortet werden. So, vielen Dank, Natalia. Das war wirklich toll. Und Danke. jetzt kommen wir zu den Fragen. Und da haben wir sehr viele. Sie können jetzt gerne all Ihre Fragen in den Chat stellen und dann werden wir diese sofort beantworten. Also fangen wir an. Wir fangen mit einer Doppelfrage an. Zwei Ja. Fragen. Gibt es in Ihrer Klinik auch französischsprachige Ärzte? Ich bin zweisprachig. Haben Sie auch Partnerärzte in der Schweiz für Ultraschalluntersuchung vorab und so weiter? Okay, wir haben hier keine Ärztin, die Französisch spricht, aber ich behandle auch Patientinnen aus französischsprachigen Raum. Wir haben eine Assistentin. Anusha ist für deutschsprachigen Raum zuständig und Elena für französische Patientinnen. So, Französisch ist sehr ähnlich zu Spanisch. Wenn Sie mit mir langsam sprechen, ich verstehe viel. Und dann die ganzen Unterlagen durch Elena, die werden auf Französisch bearbeitet. Ja, wir haben ganze Dokumente, ganze Linie für Französisch. Das ist kein Problem. Super, dann kommen wir zu der nächsten Frage. Einen Moment. Wenn Sie ein Fragezeichen benutzen, können wir das dann direkt veröffentlichen. Hier haben wir noch eine weitere Frage gehabt, die ich zwar nicht so direkt anzeigen kann, die ich aber vorlesen werde. Gibt es Partnerärzte in Westdeutschland? Ich habe keine Unterstützung von meiner Frauenärztin. Sie müssen nur sagen, in welchem Bereich von Deutschland sind Sie, ja? Und ich arbeite mit einer Praxis in der Nähe von Baden-Baden. Wir haben jemanden in Düsseldorf. So, ja, wir finden eine Möglichkeit, Ihnen entgegenzukommen. Und manchmal, ja, sie sagen nicht viel zu einem Allgemeingynäkologe, warum sie das machen. Sie brauchen einen Ultraschall und in Deutschland, wir haben DGUM, Deutsche Genossenschaft Ultraschall in Medizin, bedeutet, Befunde müssen immer auf gleiche Weise formuliert werden. Bedeutet, ich muss immer Uterus zeigen, Endometrium, Gebärmutterschleimhaut, Eierstöcke, wie viele Folliken in beide sind und wie groß sind sie, ja, so, wenn sie auch zu Allgemeingynäkologe sagen, kommen und sagen, wissen Sie, ich habe Schmerzen und machen Sie mir einen Ultraschall, ein privater Ultraschall, Sie bezahlen, weiß nicht, 50, 60 Euro für einen Ultraschall, es wird schon reichen. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Ist eine Durchführung einer Einzelspende auch möglich, wenn man sich in der Menopause befindet? Och ja, weil mit artifiziellen Hormonen ich kann ihre Schleimhaut aufbauen, so wie ich möchte. Es gibt Östrogene, Progynova, Meriestra, die gleich auf ihre Schleimhaut wirken, als sie eigene Östrogene hätten. Einzigste Möglichkeit, wo ich gar nichts mehr machen kann, ist, wenn sie keine Uterus haben. Aber solange Sie haben eine Uterus, die auf Östrogene anspricht und solange Sie sind unter 51 Jahre alt, wir können Sie hier behandeln. Jetzt kommen wir zu einer anonymen Frage, die vor dem Webinar gestellt wurde. Wem würden Sie Timelapse empfehlen beim ersten Behandlungsversuch? Ich würde das allen empfehlen. Super, dann kommen wir zur nächsten Frage. Wie viel Progesteron geben Sie? Gute Frage. So, in Deutschland, wir haben immer 600 Progestan gegeben. Wo ich nach Spanien kam, wir haben 800 gegeben. Jetzt bis zum 1200 vaginal Progestan, vale, Progesteron. Wenn wir sehen, dass bei solcher Stärke Ihre Progesteron im Blut ist niedriger als 10, 12, dann bekommen Sie auch Progesteronspritze. Also es ist nicht so, dass ich Ihnen sagen kann, das sind nicht wie eine Kochrezepte, ja? Das ist von Ihrem Körper abhängig, wie viele Östrogene und wie viele Progesteron Sie brauchen. Jetzt kommen wir zu der nächsten Frage. Bis zu welchem Alter bieten Sie die Garantie an? Bis zum 51.
Ist ein niedriges LH-Hormon bei Männern relevant? Wir müssen gucken, immer nicht nur LH. Wir müssen gucken, FSH, LH, Testosteron. Warum? Weil Sie können sich vorstellen, wenn in Hoden es werden Spermienzellen produziert, Testosteron ist hoch. Okay? Und dann diese Testosteron wirkt an Hypophysis im Kopf, die keine FSH und LH schüttelt. Dann FSH und LH sind niedrig, unter 10 ist niedrig. Okay? Und dann, ich weiß, dass diese Hoden arbeiten. Wenn kommen zu mir Männer mit einer produktiven Auffälligkeit, dann Hoden produzieren keine Spermienzellen. Sertoli, Ledigzellen machen gar nichts. Testosteron ist im Keller. Okay? Diese Nachricht kommt zum Kopf und dann Hypophysis schüttelt viel FSH und LH. So, wir wissen, wenn wir eine Hodenbiopsie machen mit FSH, LH mehr als 12, 16, wir werden keine Spermienzellen da finden. Aber trotzdem, wir machen das, weil viele Männer glauben uns nicht. So, solo LH für mich ist nicht aussagekräftig. Man muss viel mehr Sachen zusammen sehen, um zu gucken, ob das richtig ist oder nicht. Dann kommen wir zu der nächsten Frage. Behandeln Sie auch alleinstehende Single-Frauen? Klar, wir diskriminieren keinen aufgrund Alter, aufgrund dessen, dass sie allein stehen sind. Anonyme Samenspende ist bei uns erlaubt. Haben Sie Partnerärzte in der Schweiz? Wir haben jemanden in Zürich. Nachher. Ich darf nicht offen sagen, mit wem wir arbeiten. Ja? Nachher, wenn Sie tatsächlich mit uns arbeiten möchten, ich sage Ihnen in Zürich, mit wem wir arbeiten. Wir haben zwei Praxen in Zürich, die mit uns sind. Dass die Eizellqualität mit dem Alter schwindet, ist bekannt. Wie ist allerdings die Eizellqualität der Einzelnen, die nach der PRP-Therapie gewonnen werden können? Ist diese nach Ihrer Erfahrung besser, erfolgsversprechender? Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben viel PRP hier bei uns in Nuera gemacht. Und was haben wir gesehen? Dass die Eizellenanzahl steigt um 1, 2 Eizellen mehr. Aber Qualität ist nur alterabhängig. Gibt es noch eine Frage? Ja, einen Moment. Ja. Die Garantie ist auch möglich bei eigenen Eizellen. Wie teuer ist das Paket Security? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, es ist ein Programm mit eigenen Eizellen und Präimplantationsdiagnostik. Wenn Sie möchten, nachher, Anusha schickt Ihnen diesen Kostenvoranschlag. Ja? Und wenn Sie möchten, wir machen einen Termin morgen. Einzigster Tag, wo ich am Nachmittag hier nicht bin, ist Donnerstag. Alles andere kommt in Frage. Ja, so, wenn Sie möchten, dann können wir das ein Erstgespräch durchführen und dann wir sagen, ob das überhaupt für Sie geeignet ist und wo wir das alles sehen. Ja, so sagen Sie bitte, dass Sie ein Erstgespräch haben möchten und dann wir schicken Ihnen alles zu. Ja, ist kein Problem. Bis zu welchem Alter wird die Garantie mit eigenen Einzelnen angeboten? Das ist eine sehr gute Frage. Wir dürfen in Spanien behandeln Patientinnen, die sind 50 Jahre alt und 11 Monate, mehr nicht. Für mich ab 45 die Garantie mit eigenen Eizellen macht keinen Sinn. Ja, weil wir wissen, wir finden keine genetisch unauffälligen Embryonen. Und ich sage das immer zu Patienten. Wir zeigen, wie viele genetisch unauffälligen Embryonen im bestimmten Alter wir haben. Entscheiden Patientinnen.
Ja, wenn Sie sagen, Frau Schlarp, ich komme hier, ich mache hier Security dreimal, ich bin 46 und werde der Einzige in Ihrer Karriere, das schafft, ich würde sagen, wissen Sie, nein, ich werde das nicht empfehlen. Aber trotzdem, wenn Sie das möchten, hier entscheidet die Patientin, was möchten Sie? Und ich muss Ihnen entgegenkommen. Ich als Ärztin sage meine Meinung dazu, eigentlich ab 44, 45, die Garantie mit eigener Eizelle macht keinen Sinn. Können Sie Ernährungsergänzungsmittel oder DEA die Eizellqualität verbessern? Sehr gute Frage, ja. Es gibt amerikanische Studien, die zeigen, DH 75, 100 am Tag, dass die Qualität von Eizellen viel besser. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Ich sehe auch einen netten Kommentar. Wir danken Ihnen sehr dafür. Es wird nämlich gesagt, danke für den tollen, informativen und mutmachenden Vortrag. Er schenkt Hoffnung. Das hören wir gerne. Dafür machen wir das. Vor allem vielen Dank an Natalia Stab. Wir haben noch Zeit für ein paar Fragen. Falls es noch welche geben sollte, stellen Sie sie gerne jetzt. Sonst, wie gesagt, können Sie die Ärztin immer erreichen. Die E-Mail-Adresse haben wir bereits angezeigt, aber Sie können sie auch über uns erreichen. Alle bedanken sich. Falls es keine Fragen mehr gibt, kommen wir zum Ende. Wie gesagt, Sie können sie auch jederzeit erreichen und sie bietet auch kostenlose Erstberatung an. Dann bedanke ich mich auch sehr, dass alle dabei waren bei unserem ersten Webinar auf Deutsch. Und es freut mich auch sehr, das mit Natalia Schlaf gemacht zu haben. Und ich möchte mich auch ganz herzlich bei ihr für den tollen Vortrag bedanken. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Dankeschön, Vivian. Danke für alle Zuschauer. Wie gesagt, wir haben etwas gesprochen über allgemeine Behandlungsmöglichkeiten in Spanien. Wenn Sie persönliche Fragen haben, nehmen Sie mit uns Kontakt auf, eine kostenlose Beratung. Jeden Nachmittag, ich bin für Sie da. Sie brauchen nicht hin und her nach Spanien zu fliegen. Wir können das alles online planen, so wenn Sie nächste Mal uns sehen, persönlich in Spanien, Sie kommen nur zur Behandlung. Wir sind immer für Sie da. Danke. Das ist ein schöner Abschluss. Alle bedanken sich, ich bedanke mich auch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Und schönen Abend, bis bald, liebe Grüße aus der Schweiz hier, liebe Grüße aus Spanien und noch alles Liebe. Tschüss. Schönen Abend.